So sieht es aus, das Tor zu Schumis geheimem Reich, die CS, die Corinna Schumacher Ranch. Sie in Jeans und Flipflops, eher in T-Shirt und Shorts, zeigen uns die beiden ihr Schmuckstück. Die Western Ranch hat Michael seiner Frau zum 10. Hochzeitstag geschenkt. Alles edelste Ausstattung, teure Designermöbel schmücken Lounge- und Büroräume. Das Herzstück jedoch die Reithalle, 95 Meter lang, 40 Meter breit, mit Platz für 1400 Zuschauer. Für die leidenschaftliche Reiterin Corinna ein echter Liebesbeweis. Wenn ich Corinna sehe, dann gucke ich halt irgendwie immer nach oben. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie als Mensch einfach ist. Nach fast 15 Jahren Ehe wirken die beiden immer noch wie frisch verliebt. Es sind Bilder, die wir so sonst nicht zu sehen bekommen. Ganz entspannt turteln die zwei. Das Geheimnis ihrer Liebe? Trotz aller Vertrautheit lassen sie sich Freiräume, unterstützen den anderen jedoch immer hundertprozentig. Man kennt ja die Bilder, wie Corinna an der Rennstrecke steht, ja, und für dich mitfiebert. Und die hat ja dann immer eine solche Emotion. Ist das dann bei dir dasselbe? Das ist umgekehrt, genau. Ja? Also ich sitze dann da und mich darf dann auch keiner ansprechen und bin dann total fokussiert und konzentriert und drücke natürlich ganz kräftig die Daumen. Was für Schumi die Boxengasse, ist für Corinna der Reitstall. 40 Pferde stehen hier, alle von Corinna selbst in den USA ausgesucht. Und auch bei der Innendeko trifft sie die Entscheidung. An einen Pferdestall erinnert das nicht wirklich. Schumi kümmert sich da eher ums Grobe. Beim letzten Schliff, den wir hier verteilt haben, Regale aufbauen, zusammenbauen, da war ich dann mit beteiligt. Und trotz Traumwohnlage am Genfer See, einfach die Füße stillhalten will Schumi auch in Zukunft nicht. Ob ich ganz einfach ruhig zu Hause im Schaukelstuhl sitze und ein Buch lese oder ob ich dann doch weiterhin irgendwelche Aktivitäten ausführe, da bin ich mir ziemlich sicher, dass eher das Letztere der Fall sein wird. Tja, uns scheint es, als hätte Michael Schumacher seiner Frau den Luxusstall nicht ganz uneigennützig geschenkt. Vielleicht tauscht er das Rennauto irgendwann ja komplett gegen den Western-Sattel ein. Eine gute Figur macht er darin jetzt schon.